Hallihallo, der Mr. Cool King ist mal wieder für euch am Start und schön, euch mal wiederzusehen. Ich möchte euch an dieser Stelle in diesem Video ein paar Ernährungstipps, ein paar Sporttipps geben. Also, die letzten 3 Monate habe ich es geschafft, ganze 10 Kilo abzunehmen, was beeindruckend ist. Ich fühle mich insgesamt auch schon viel sportlicher, gesünder und fitter und leichter vom Körper her und kann als Ernährungstipps euch nur empfehlen, wenn ihr abnehmen wollt, innerhalb von 3 Monaten zum Beispiel 10 Kilo, wie bei mir zum Beispiel. Morgens sehr viel reichhaltig zu frühstücken. Am besten viel Müsli, Bananen, Äpfel, Kiwi natürlich auch. Kakao kann ich euch empfehlen, ein Kaffee. Aber nicht zu viel Süßes, eher mehr zurückgreifen auf Obst und Müsli. Also morgens könnt ihr auf jeden Fall kalorienreich essen, sehr viel. Mittags könnt ihr auch noch recht viel essen, aber abends solltet ihr versuchen, so wenig wie möglich zu essen. Vor allem solltet ihr abends die Kohlenhydrate weglassen und abends versuchen, mehr zum Beispiel Hähnchenbrutenstreifen zu essen. Hähnchen unpaniert, keine fette Soßen, keine fette, reichhaltige Kohlenhydrate zum Beispiel. Und was ich euch an der Stelle auch empfehlen kann, ist zwischendurch immer wieder viel joggen zu gehen, ja, Fahrrad zu fahren, Fitness, Gymnastikübungen zu machen, Trizeps zum Beispiel, Hüftbeugen, Crunches und solche Sachen. Da tut ihr unheimlich viel Kalorien verbrennen und einmal in der Woche könnt ihr euch auch mal einen Cheat Day einführen. Das heißt, dass ihr auch mal was Reichhaltiges essen könnt, worauf ihr mal einfach mal Bock habt. Zum Beispiel Pizza, Burger, Schnitzel mit Pommes und Soße. Aber ihr solltet es nur einmal in der Woche machen und ihr solltet das Ding durchziehen, weil viele scheitern an der Diät und brechen das Ganze ab. Also ihr sollt einfach durchziehen, euer Bestes tun. Ne? Ihr tut das nicht für die anderen und für die Allgemeinheit, ihr tut es wirklich für euch. Ihr fühlt euch in eurem Körper dann viel wohler und außerdem sieht es auch insgesamt viel besser aus und man hat auch so viel mehr Chancen bei Frauen, so hat man mehr Anersehen und man wird als Person ganz anders da betrachtet. So, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, dass ihr mich abonniert oder mir ein Like gebt oder kommentiert mein Video. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Ciao, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Peace.